Die Schweizerin Gianna Bürki reitet sich vor und hofft natürlich auf eine Medaille. Auf eine Goldmedaille hofft sie. Die Schweizerin Gianna Bürki und ihre Gegnerin kommt aus Italien, Roberta Giussani. Beides Rechtshänderinnen. Das ist im Fechten schon manchmal entscheidend. Sehr, sehr sicher geworden. Auch die Klingen, die Degen, die Waffen. Es kommt schon noch vor, dass einer abbricht. Aber bisher ist das zumindest in den letzten Jahren immer glimpflich ausgegangen. Finale also dieser Europameisterschaften in Linz im Rathaus. Dreimal drei Minuten und hier die ersten drei. Wir bitten auch ein bisschen die Zuschauer, die... Führt die Italienerin. Übrigens, wenn sie nicht auf der Planche steht, begnügt sie sich ab und zu auch auf der Eislaufbahn. Jedenfalls sagt sie das von sich, dass das eines ihrer liebsten Hobbys sei. Eigentlich könnte sie ja auch ein bisschen Auto fahren, denn sie kommt schließlich aus Monza. Treffer sehr schön hier zu sehen. Das sind Bruchteile von Sekunden, wo beide Waffen gleichzeitig auf dem Körper des anderen auftreffen müssen, damit die Anzeige wirklich auf beide auch geht. Sonst wird das automatisch blockiert. Können Sie gerade mal Ihre Augenklappe zu und wieder aufmachen und dann ist es schon passiert. Sieht ja schön den Unterschied. Die Schweizerin federt richtig nach, bleibt in Bewegung. Bei der Italienerin, jetzt fängt sie wieder an. War es mir so ein Vor- und Zurückgehen. Die wartet ab, die Italienerin will die Schweizerin dazu bringen, dazu drängen, dass sie nach vorne kommt. Und da versucht es die Schweizerin dann prompt, setzt die Italienerin hinter der Glocke den Treffer auf den Arm, wenn ich das richtig gesehen habe. Das gucken wir gleich in der Zeitlupe an, ja, da ist der Treffer. Thank you.
Jana Birke übrigens in diesem Jahr hervorragend gefochten. Bei ganzen 3 Weltcup-Turnieren hat sie gewonnen. In dem fast unaussprechbaren Scheckes Fehervar. In Ipswich und in Katowice. Hören Sie den Pieps der Uhr. Unerbittlich, 3 Minuten sind um. Und 6 Minuten stehen uns noch bevor. Inklusive noch, nein, zusätzlich von 2 Minuten Pause. Prüft sie ein bisschen hier ihre Waffe. Mit den Getränken so vielleicht am Rande eine kleine Bemerkung. Da achten die Fechter sehr darauf, dass sie, wenn sie während so eines Turniers was zu trinken bekommen, das nur von ihrem Trainer oder Physiotherapeuten oder Betreuer bekommen, um auch hier wirklich jeglicher Gefahr vorzubeugen, irgendwo nachher bei einem Dopingtest positiv aufzufallen. Denn so eine Veranstaltung, Fechten, die dauert nun wirklich einen Tag von morgens bis abends zum Finale. Und wenn man da nicht aufpasst, was man zu sich nimmt, dann könnte man, wenn man Böses unterstellt, Gefahr laufen, hier von einem anderen etwas ins Getränk zu bekommen. Das wollen wir natürlich nicht unterstellen, aber es wird eben schon darauf geachtet, dass jeder die Sachen, die er zu sich nimmt, nur aus bekannten Händen trinkt und isst. Eishockey, würde man sagen, das zweite Drittel ist angebrochen. Und die Schweizerin liegt 4-6 zurück. Ich sag's nochmal, mit 750 Gramm muss der Degen, die Degenspitze, mindestens auf den Körper des anderen auftreffen. Können Sie sich vorstellen, wie viele blaue Flecken nachher die Sportlerinnen und Sportler haben? Aber jemand, der dann hier bei den Europameisterschaften dann eine Medaille holt, der gönnt sich die blauen Flecken sicherlich gerne. Und vielleicht sieht er noch mehr blau an dem Abend dann, je nachdem, wie viel Champagner fließt. Wollte sie vor, die Schweizerin lässt jetzt auch noch mal ihre Waffe überprüfen, aber die zeigt an, sehen Sie rechts oben. Maske 9-6.
Das sieht gut aus für die Italienerin. Die Glücklichere ist Giussani. Sie stellt auf 10 zu 6. Roberta Giussani übrigens hat in den letzten 2-3 Jahren mehr die Juniorenturniere besucht, Junioren-Weltcups. Und da war sie nicht unerfolgreich. Erste, zweite, dritte Plätze hagelte es da förmlich. Und bei der Junioren-WM 91-92, also in Genua, war im Jahr 92, da wurde sie Dritte. Wieder eine Minute Pause für beide Fechterinnen. Wird natürlich die Schweizerin auch gut nutzen. Hier die Italienerin im Bild, nochmal im Gespräch mit ihrem Trainer. Sieht noch gar nicht so abgekämpft aus. Die hier schon. Beide mussten übrigens erst heute ins Geschehen eingreifen, weil beide in der Weltrangliste so weit oben stehen, dass sie gestern nicht in den Runden fechten mussten. Die besten 16 Fechter, die hier bei der Europameisterschaft angetreten sind, haben wie gesagt erst heute in die Kämpfe eingegriffen. Und diese beiden Damen haben es geschafft, bis zum Schluss vorzukommen, bis ins Finale. Hier geht es um Gold und Silber. Die Italienerin führt mit 10 zu 6, also 4 Treffer Unterschied. Die müsste sie nun entweder über die 3 Minuten verbleibende Gefechtszeit retten oder auf 15 Treffer erhöhen. Dann hätte sie den Europameistertitel inne. Die Schweizerin muss hier in die Offensive gehen, muss nach vorne gehen. Will sie diese 4-Treffer-Differenz aufholen? Und der Italienerin genügt natürlich auch so ein Doppeltreffer, denn damit arbeitet sie sich auch langsam den 15 Treffern entgegen. Da schafft sie es. Aber es sind noch 3 Treffer Unterschied. Und das wird jetzt nicht einfach. Vor allem bei diesem Stil. Sehr schön. Da hat sie wunderbar die Waffe, den Degen der Italienerin weggedrückt, nach hinten weggedrückt, seitlich, also nach links. Und dann von unten schön getroffen. Aber die Italienerin will sich diesen Vorsprung, den sie hat, dann nicht wegnehmen lassen. Zwei Treffer also noch für Roberta Giussani. Einer nur noch. Und dann ist sie Europameisterin.
sehen. Jetzt muss die Schweizerin natürlich vorsichtig, aber trotzdem aggressiv kämpfen. Vorsichtig, damit sie selbst keinen abbekommt und trotzdem offensiv, weil sie zurückliegt und die Zeit natürlich auch drängt. Aber das schafft es die Italienerin. Giusanna Giussani, Roberta Giussani ist die neue Europameisterin 1993. Und Gianna Bürki bekommt die Silbermedaille in die Schweiz mit nach Hause. Dennoch ein toller Erfolg. Also ich finde, da kann sich Gianna Bürki freuen. Ich habe es ganz zu Anfang der Übertragung mal erwähnt. Die Schweizer hatten die Europameisterschaft nicht eingeplant. Das heißt, Gianna Bürki musste sich hier einen Teil selber finanzieren und das auf sich nehmen, hierher zu kommen. Es war ihre Entscheidung, sie hat es gemacht. Und Silbermedaille, ein wunderschöner Erfolg für die Schweizer. Bronzemedaille